Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind hier... Ja, wie soll man das sagen, zu einer alten Burgfest... Frosch im Hals, toll. Eine alte Burgfestung, komm runter, du Saufiech. Oder sonst balle ich dich ab, ist mir auch wurscht. Bäm, sehr schön. Die gab es im 1er Teil auch schon und die hat dann sich, oh, Lester unter den Nagel gerissen. Ka-chang, brak-chang, perfekt. Hin ist er. Da ist nichts so. Und wie wir ja schon wissen, dort wo es Echsenmenschen gibt, boah, da hängen Spinnweben runter. Also wo Echsenmenschen sind, da können Drachen auch nicht weit sein. Jawohl! Schön gemacht, gut, meine liebe Klaue. Schön, schön. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Irgendwie gibt es, glaube ich, auch... Oh, eine Spruchrolle. Irgendwie... Folterknecht, Dings. Eine Fischsuppe. Boah, hab die noch zu essen, zum Essen ist... Alter, was ist denn jetzt los? Mal räuspern. So, ja. Das war's dann auch schon hier. Weil ich glaube, hier gab es doch irgendwann mal irgendwo so einen Geheimgang. Ob es den immer noch gibt? Ich kann mich da... Ich meine, mich da an was erinnern zu können. Katschanka. Schluss aus mit dir, du... Du blöde Kuh. Nicht zu plündern. Können wir hier was lernen? Nein. Aus. Und, hier war der Geheimgang. Ich glaube, ich höre einen Dämon dahinter. Ich glaube, es ist ein Dämon. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Schauen wir mal zuerst, was hier drin ist. Ein in der Truhe. Eine Laborflasche. Ein Gletscherquarz. Ein Beil und Gold. Wow, 150 Gold. Das ist fair. 14.000 Goldmünzen haben wir schon. Ja, Servus Kaiser. Ja, da ist auch der Schalter. Genau, ich speichere mal. Und dann schauen wir mal. Halli, hallo, Hallöchen. Ja, ein Dämon, sage ich ja. Hallo. Oha. Wow, der bewegt was. Katschanga. Aber die Klaue riecht uns, ne? Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen und wir haben ein Dämonenherz bekommen. Und Belia, ne? Servus, was haben wir da? Ein Fässer, die in der Luft schweben. Das gehört sich so. Oh, und zwei Truhen. Käse, Wein, Kohle und ein Dietrich. Sehr fein. Das heißt, hier tun wir das Speichern, Laden wahrscheinlich. Bei dieser Truhe hier. Ah, nein, nein. Hier muss ich sperren. Die Macht der Gewohnheit, ne? Also. Ja, ja. Mist. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Alter! Geilo! Ohne dass ein Dietrich zerbrochen ist. Einfach hingeferkelt. Schön. Die alte Zocki hat ja doch irgendwann mal Skill. Ja, schön, schön, schön. Na, fein. Na gut. Haben wir das auch geschafft? Gibt es so einen Dämon? Beinhart 500 Erfahrungspunkte. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Lernpunkte 49. Ist ja geil. So, das müsste es von der Seite hier aus gewesen sein. Was haben wir da? Einen Gletscherquarz und einen Silberteller. Oha. Da vorne sind Echsentrotteln. Hallo. Kommt's nachher, ihr Volldeppen. Katschanga. Wow, das lief super. Das lief hervorragend. Also entweder mag uns die Klaue Belia, ne? Weil das schaut schon fast danach aus. Oder die hat wieder mal extra Power heute. Hier ist es nah. Au. Alter, au. Au. Ich bin ja kein... Au, ich bin ja kein... Alter. Das habe ich nicht gewusst, dass der da ist.
einfach mal so wie einen Tennisball durch die Gegend geschlagen. Toll. Ich habe so schön die Truhe aufgemacht. Wo soll ich denn jetzt noch wissen, wie das geht? Wie habe ich gemacht? So und so. Jawohl. Gut. Das war reines Glück. Mann, ey, wie gemein. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass der da ist. Und ich habe natürlich keine Waffe gezückt gehabt. Und schon kriegt man... Halt. Stopp. Schon kriegt man aufs Maul. War da nicht noch irgendwas? Habe ich was vergessen? Du kriegst nichts von uns. Nope. Müsste passen. Müsste passen tun. Duli du da da. Da muss ich jetzt einfach aufpassen mehr. Komm her, du Trottel. Katschanka. Dabei sind die gerade so schön gestorben. Komm. Jawohl. 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 Beide hin? Ja, super. Aber dafür haben wir jetzt ordentlich Schaden kassiert. Mann, ey. Eine Zange. Okay. Ah, warte, da war Gletscherquarz irgendwo. Genau, und ein Teller. Das muss ich auch noch mitnehmen. Das braucht ja eh keiner mehr. Ich bin mir auch recht sicher, dass es nicht Lester gehört. So, dann tun wir mal was trinken. Bröstlichen. Ja, meine Tränke gehen zur Neige. Aber ich glaube, um die Drachen zu besiegen, dürfte es noch locker reichen. Dann essen wir leckeres Fleischschwanzenfleisch. Jam, jam, jam. So, und natürlich, diesmal speichere ich, du Arschkopf, du Blöder. Ja, wer hätte das denn jetzt riechen sollen? Komm her, du Krüppel. Jetzt hauen wir dich weg. So, jetzt kannst du schlagen, wie du willst, du Mistkerl. So, ein Lederbeutel. Herz eines Steingolems, was liegt da? Bergkristall. Was haben wir da? Eine Spruchrolle, alles klärchen. Ist da irgendwas noch? Ah, warte. Ein Bergkristall. Noch ein Bergkristall. Noch irgendwas? Nein. Ah, stopp. Hier haben wir Tränke. Jawohl, die nehmen wir gerne mit. Und dann schaue ich mal, haben wir nicht irgendwann einmal Steintafeln bekommen? Und habe ich die schon wieder vergessen zu lernen? Ja, gleich zwei Stück. Bogenschießen plus, ja, das sind hervorragende Tafeln. Und Armbrust. Und das scheint schon wieder gewesen zu sein, ne? Ja. Herz eines Dämons, Herz eines Steingolems. Da können wir sicher Tränke machen. Also im Alchemietisch halt. Ja, 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 passt. Speichern. Und weiter geht's. Rauf zum Drachenhort. Ich bilde mir halt ein, dass da einer war. Mir kommt schon vor. Oh, ruck. Gott sei Dank gibt's... Wow. Das hat mich die Harpie erschreckt. Alter, du blöde Kuh. Da, Ruhe. Da haben wir noch einen Trank und noch einen Trank. Hat mich die Alte jetzt voll erschreckt. Ja, hier war einmal ein goldener Ring. Mhm. Und Belegnagel. Ja. Ja, man sieht, hier war einst einmal ein Sockelplatz für den Fokusstein. Alle hopp. Jetzt muss ich aufpassen, es müsste gleich mal der Drache kommen, glaube ich. Ich will immer runter auf den Zehner, ne? Speichern und so. Hallo? Kuckuck, da ist noch niemand. Ah, wieder so. Okay, nein. Wow. Da haben wir ein bisschen ein Graffel. Ein paar Pfeile, ein paar Tränke, Fisch und so, jawohl. Das könnte allerdings Lesters Habseligkeiten sein. Könnte. Dann haben wir hier auch noch einen feinen Trank. Da ist eine Harpie. Ja, komm her, du Saufig. Nee, nee. Jetzt bleibt die ernsthaft stecken. Dann musst halt so dran glauben. Schieß sie um. Umschießen? Geht ja. So, dann gehen wir da weiter. Warte. Speichern und so, ne? Hallo? Hallo? Schau mal hier lang. Oder
Da gab es hier gar keinen Drachen. Ich habe doch einen. Wah. Ich habe. Wow, drei, alter Schwede. Oh, oh. Und kein Blick, Blinzel, Blinzel, Bloing, Bling. Komm, mach Bling, Bloing. Ein Golem, ein Golem. Ich bin weg. Ein Golem. Mami, hilf. Alter, wo, warum? Bäh, da raus. Alter, 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 alter. Kommt irgendwer? Boah, ey. Kriegst ein Herzpatschen auch noch, ne? Idiotenvereine da. Komm her. Golem-Trottel. Den will ich weghauen. Das war jetzt wortwörtlich. So habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Okay. Nein, da oben. Stopp, aus, nicht zu weit. Okay, das war jetzt anders geplant, als ich, anders gedacht als geplant. Wow. Die hören sich an wie so ein Gerippe irgendwie, ne? Wow. Komm, mach jetzt Changa. Jawohl, der erste ist weg. Und die anderen? Hm, die haben sich nicht, die haben keinen Bock. Die hatten keinen Bock auf uns, nee, nee, nee. Auf einmal kommt er um die Ecke und haut mich zu Brei. Siehste, siehste? Hab ich ja gesagt. Die machen das wirklich. So, aus ist mit dir. Gleich wieder zücken die Waffe, weil eine ist noch übrig. Aber wo? Da. Da, da. Hui. Das war ja schon fast abenteuerlich. So ein Haufen Suppentöpfe. Da scheint mal, ja, eine Küche oder so gewesen zu sein. Was haben wir hier? Ein Trankelein und noch ein Trankelein. Und da muss ich mal auf die Urli klupschen. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit. Lalila. Was haben wir hier? Nix. So. Das lief ja besser als gedacht. Hallo. Hier ist niemand. Auch nicht schlecht. Aber wieder eine Truhe, ne? Ja, schau mal. Ach, fuck. Und jetzt? Nein. Aha, so eine einfache. Okay. Zwei Tränkeleins. Hervorragend. Gut, gut. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo ein Schalterli war. Ich glaube nicht, tralala. Wah. Ich bin fusioniert mit der Bibliothek. Ich bin so wissbegierig, nämlich da passiert mir das hin und wieder mal. Ja gut, da waren wir auch schon. Also hier sind wir fertig. Das heißt, wir müssen da lang. Wo ist denn der Drache? Das gibt's ja schon bald nicht mehr. Ah, ein Stückchen rauf noch. Ja, ja, wir sind schon richtig. Wir sind schon richtig, lalila. Der könnte sich noch ausgehen. Ich hoffe, der verjausert uns nicht. Dafür habe ich ein bisschen Bammel. Alter, du depperte Habie. Ich werde gleich der sein, der zum Schluss lacht. Du blöde Kuh. So. Ja, ja. So, bumm, bam und tschüss. Ein Echsenmensch. Und auf oben ist, glaube ich, schon der Hort des Drachen. Ja. Komm her. Hallo. Du Echsenkeiber. So. Sehr schön. Solange es nur einer ist, ist er eh recht, sag ich mal, einfach zu besiegen. So, jetzt habe ich die Worte nicht gefunden. Ich finde die Worte nicht. Ah ja, wen haben wir hier? Einen toten Drachenjäger. Ja, ja. Der hat dann wohl ein Drachilein gefunden, der da drin normalerweise sein sollte. Oh, ein Echsenheini. Komm her, Echsenheini. Katschanga.
Und bam! Weg mit dir. Komm, Katschang. Perfekt. Lalilalila. So, Trank. Oh, ein Feldknöterich. Perfekt. Ist denn sonst noch was? Oh, Feuerwurzel. Okay, ich glaube, das war's. Gut, wir rüsten uns jetzt um. Was haben wir da? Was ist denn das? Minecrawler Panzerplatten. Die schauen jetzt so rötlich aus. Okay. Dann die da. Was ist das? Feldräuberzangen. Ja. Wurscht. So, dran die da. Daran die da. Wir brauchen was zum Heilen. Heal me up, please. So. Alter, dein Englisch ist scheiße. Ja, und ihr habt recht. Das ist es in der Tat. Das ist es wirklich. Ihr nix gut können Englisch sprechen. Ja? Verstehen? Nein, was mache ich denn jetzt? Ich trottel. Jetzt bleib ruhig. Atme. Wir brauchen das Auge Innos. Atme. Wir haben es aufgeladen. Nur finde ich sie nicht mehr an. Ja, bin erst... oder trage ich das schon? Nee, jetzt, oder? Da ist es ja. Meine Güte. Und wir werden Schutz vor Waffen. Ein Drache hat keine Waffen. Das, also aus meiner Sicht, also seine Klauen. Das heißt, wir werden vielleicht lieber auf die Lebensenergie-Geschicht-Bonus zurückgreifen. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht schlecht. Lecker. Lecker Steinpilze. So. Dann gehen wir es wieder an, ne? Wenn wir Glück haben, ist die Klaue Belias unser bester neuer Freund. Und da vorne steht ja auch schon der Lümmel. Ein Felsdrache oder Steindrache, wie er sich auch nennen möchte. Ich finde, die schauen echt toll aus. Also designmäßig, finde ich, passt das schon. Hallöchen. Noch so ein vermessener Wicht, der sich auf meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen. So mutig, doch so zerbrechlich. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern. Nicht so schnell. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du wirst mir gehorchen und mir meine Fragen beantworten. Stell deine Fragen. Wer oder was? Warum... Was bist denn du eigentlich? Wer bist du? Ich heiße Pedrakan und ich werde dir ganz langsam das Fell abziehen, wenn ich dich zu fassen kriege. Wie sollst du das denn machen? Das ist ja voll langweilig, bitte. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Unsere Macht beziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeigten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde. Und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zur ewig verweilenden Salzsäule, wo kaum Leben möglich ist. Sprich, der Eisdrache ist der Stärkste. Wer hat euch hierher entsandt? Oder sagen wir so, der Eisdrache ist der Gemeinste. Also zur Frage zurück, ne? In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In
seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Also sowas wie der Dobakin oder was, ne? Na dann, gehen wir's an. Genug der Worte. Ja. Deine kurzweilige Macht ist dahin. Das Auge ist kraftlos. Jetzt wirst du sterben. Wahrscheinlich, ja. So. Tatschanga. Tatschanga. Wow. Aui. Oh, ich Trottel. Ich hätte Schutz vor Feuer nehmen können, fällt mir gerade ein. Wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen, weil ich habe überhaupt keine Meter, an dieses vermaledeite Scheißviech ranzukommen. Na komm schon, Held. Blöder Kackdrachen. Hat er sich jetzt geheilt, der Drachen? Warte mal. Ich Trottel, ne? Ich hätte ja können alles auf Feuerschutz tun. Das ist ja Drachenfeuerschutz. Ach, ich bin so dumm. Wartet mal. Wie viel Zeit haben wir noch? Boah, der hat ganz schön schier gelabert. Ich will den jetzt aber noch umhauen, ehrlich gesagt. Boah, und das Feuer noch weg ist auch schier. Also, wartet mal. Schutz vor Waffen. Schutz vor Feuer. Lebensenergie tun wir weg. Das bringt sie nicht wirklich was. Macht, Stärke, Bonus, Waffe. Waffe, Mana, Mana, Mana. Waffe, Waffe. Ich will Feuer haben. Magie. Ja, hallo? Feuer. So, und das Auge Innos, das müssen wir behalten. Boah, jetzt mache ich aber schnell, ich skippe das Ganze mal. Oder ist dann gleich zu kämpfen. Petra Khan. Nein, nein. Noch so ein, ich werde nicht. Skip. Bla, 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 bla. Den probiere ich noch zu besiegen. Ich hoffe, es gelingt. Es gelingt mir. Tschüssi. Genug der Worte. Klappe. Oh. Jo, das geht supi. Du Kackratzendrache. Aber der heilt sich halt. Da muss die Klaue Belias noch mehr Saft haben. Also, boah, wieso heilt er sich immer? Blöde Sau, echt wahr. Wieso kann der sie heilen? Ist schon wieder voll. Ob mir da ein Begleiter helfen könnte? Was hätten wir noch im Angebot? Du vielleicht? Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Vielleicht noch einen zweiten dazu. Und dann mich schnell mal heilen, bitte. Ja, Vollheilung ist ja wurscht. Bäm. So, die Waffe ziehen. Du Kackdrache. Alter. Ja, ja, ist gut. Bäm, Changa. Alter. Meine Armen. Bäm, bam, boom, bang. Kachanga, komm, Kachanga. Weiß ich was? Ja, Herrschaftszeiten. Na, nicht das Skelett töten, du Trottel. Nein. Es war ein Versuch wert, aber es würde gehen. Alter. Ja, Skelett ist hin. Aber es würde gehen. Ich probier's noch. Sind wir jetzt tot? Ja. Scheiße. Ja, und der Ladebug. Den wir schon ewig nicht mehr hatten. Geh, jetzt überziehe ich den Part zu lange. Ich will den noch tot sehen, ey. Es würde ja gehen, wenn ich mir diese blöden... Also zwei Skelette brauche ich auf jeden Fall. Und jetzt muss ich wieder umrüsten, blöd, ne? Meine Güte, ich bin ja auch bescheuert. Was soll man machen? Ach Gottchen. So, geht eh schnell. Und dann irgendwas Starkes. Haben wir irgendwas Starkes? Ein Golem? Nein, ich kann nur mit den Skeletten arbeiten. Na, von mir aus. Achso, das ist zu früh gewesen. Nein! Du hast mich zu früh erweckt.
Geh, scheiße. Jetzt mache ich lauter Fehler. Das ist echt übel. Ja, wenn man es wieder mal zu eilig hat, ne? So, jetzt ein letzter Versuch noch, da muss ich den Bart beenden. Nein. Da, Feuer. Weg damit, Feuer. Nur ausrüsten den Zauber. Das ist echt typisch ich wieder. Komm, Quatsch, keine Opern. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Ende. Genug der Worte. Ja. Schnell. Passt. Wow, aua. Steh auf. Noch einen zweiten. Braucht man einen dritten jetzt auch noch? Schlecht wäre es wahrscheinlich nicht. Bam. Bam. Komm her, das laufe ich. Au. Da, drehen. Komm, Katschanga. Immer fort, Katschanga, bitte. Nein, du Depp. Du sollst ihn ja hauen. Alter Schwede. Jetzt bin ich gestorben. Ja gut, das wird heute nichts mehr. Dann machen wir den im nächsten Part kaputt. Weil jetzt habe ich echt schon schier überzogen. Ach Gott, wie gemein. Fast 10 Minuten, ey. Ja, dann machen wir den im nächsten Part. Da muss ich mir einen kleinen Schlachtplan überlegen. Der ist halt doch schon richtig stark. Naja, was soll's. Ich werde dann auch das Auge Innos schnell wechseln zum Feuerdings und dann wird's schon werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!